Ja, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Nirim. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja beim letzten Mal genau hier aufgehört, aber das stimmt natürlich mal wieder nicht. Sondern wir sind wieder hier beim See. Ich zeige das mal eben ganz kurz auf der Karte. Hier, und wir waren ja bei den Ruinen von Aureal. Und ja, warum bin ich jetzt wieder hier? Ich hatte mir gedacht, in der Zwischenzeit kann ich ja nochmal zum Sanktum zurückgehen und dort ein paar Sachen verkaufen. Und dann bin ich da drüben auch gestartet und habe mir gedacht, ach, ich kürze hier einmal quer durch den See ab, gehe dann hier hoch und da zum Sanktum. Weil von hinten bin ich der Meinung, komme ich ja am Sanktum nicht hoch, weil das ja da in diesen See mündet und das halt zu felsig und zu steil ist. Und dann weiß ich nicht, warum. Ich bin hier in der Mitte gewesen und bin dann auch wieder hier an dem Boot, was wir beim letzten Mal schon gefunden haben, bei der Truhe vorbeigekommen. Und jedenfalls hat mich dann diese große Krabbe, Krabbi hieß die ja, angegriffen. Und dann musste ich die erledigen. Da schwimmt sie auch noch. Genau. Ich weiß nicht, mit was ich die getriggert habe. Keine Ahnung, vielleicht weil ich das Schwert ausgerüstet hatte oder was. Jedenfalls hat die mich angegriffen und ich musste die platt machen. Die hat auch, wie ihr seht, gut Lebensenergie abgezogen. Und ich habe bei der Gelegenheit, das wollte ich schon ganz lange machen, habe ich den Zauber, hier so eine Rolle, Seelenfalle benutzt und das hat geklappt. Also dieser kleine Seelenstein, der hat jetzt 250 Punkte Seele und den können wir benutzen, um unsere aufladbaren Gegenstände wieder vollständig aufzuladen. Also richtig cool, hat geklappt. Ja, und die Krabbe, glaube ich, hatte noch Gold dabei und Krabbenfleisch. Und das war tatsächlich auch sogar eine Errungenschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier auch auftaucht. Nee, dann ist das halt eine Steam-Errungenschaft. Und ja, die wurde mir dann auch noch angezeigt. Also das so viel dazu. Genau, und ich habe darüber auch komplett vergessen, sag mal schnell die Sachen zu verkaufen, ist aber auch scheißegal, wir nehmen die jetzt einfach mit, dann, denn ich möchte gerne mit euch heute die Ruinen von Aureal erkunden, die hatten wir ja in der letzten Folge gefunden und ja, da würde ich gerne mit euch dann auch auf jeden Fall anknüpfen. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen. Ja, hier. Nicht, dass ich mich hier wieder verlaufe. Oh. Oh nein, jetzt habe ich den falschen Zauber noch belegt. Also die hauen ganz schön rein, die Viecher. Ah, und bringen aber auch 120 EP, ne? Geil, wie der da runter gerollt ist, ey. Geil, herrlich. Ja, sehr cool. Ja, die, wie gesagt, das könnte ich ja dann auch noch einsammeln und alles verhökern. Aber ich muss auch sagen, geldtechnisch, ja, stehen wir ziemlich gut da. Ich hatte auch in der Zwischenzeit tatsächlich über 6000 Groschen. Ich hatte mir ein paar Tränke und so weiter gekauft und dementsprechend ist das denn wieder ein bisschen runtergegangen. So, jetzt will ich aber, weil hier kommen garantiert Gegner, mal meinen neuen Zauber benutzen. Da hatten wir ja die Rune gefunden. Beschwörungsskelett. Krieger.
So, dann muss ich noch mal ganz kurz den Controletti machen. Ja, das passt noch alles. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal hinein. Ins Getümmel. Ach so, eine Sache will ich noch machen. Fackel. Genau. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen Schiss, was uns hier erwartet. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Oh, da ist schon mal auf jeden Fall einer. Gut, dann machen wir das so. Ich trete raus und greife ihn gleich an. Nein. Ah, jetzt hatte ich natürlich wieder den Zauber verwechselt. Ich Vollidiot. Ich werde auf deinem Grab tanzen. Oh nein, ich Vollidiot, ne? Alter, gibt's das denn? Das ist schon wieder genauso ein Buggy-Style wie in der letzten Folge. Ich fass das nicht. Ja. Oh. Ja, muss aufpassen. Die hauen echt ganz schön rein. Oh, die bringen ja auch richtig Groschen. Oh, ich muss schon wieder aufpassen, ne? Die Axt. Ja gut, dann machen wir das direkt so, weil ich sehe das ja schon wieder, dass das wieder nichts wird. Das lassen wir hier. Den lassen wir hier. Den. Den. So. Liegt es denn jetzt hier auch? Ja, es liegt alles. Und dann machen wir das wieder so, wie wir das schon mal gemacht haben. Dass ich denn offscreen mir das wieder alles einsammel. So, und jetzt werde ich aber gleich... hier mir einen Trank noch anlachen. Dass man diese blauen Pilze nicht ernten kann, ne? Schade eigentlich. Das sieht aber auch wieder mega stark aus, oder? Also so geil gemacht, ey. Da haben die auch echt viel Fantasie reingesetzt, ne? Oder reingelegt. Also da muss ich ganz ehrlich sein, da habe ich ja mir größten Respekt vor. Also ich bin eigentlich auch ein recht... ja, schon kreativ, aber nie so kreativ oder so wie jetzt an. Oh, was? Was ist das denn für eine fiese Falle, Alter? Oh, die hat uns richtig Lebensenergie abgezogen. Wie ruhig ist das denn? Was ist das? Oh, lass mich durch. Oh, ich kann die gar nicht sehen. Ach du Scheiße, die kann ich mit so normalen Waffen kann ich die gar nicht besiegen. Die reagieren nur auf Zauber tatsächlich, glaube ich. Eins haben wir. Boah, das ist ja mies. Jetzt muss ich mal was ausprobieren, Leute. Ich weiß, wir haben das schon mal gemacht. Ah, damit könnte ich die tatsächlich sehen. Okay, dann ist das anscheinend... für diese Geisterwesen. Mana-Salze. Das hat nichts dabei. Ist ja auch lustig. Verbraucht der eigentlich meine Pfeile, frage ich mich gerade. Hm, schwer zu sagen, so. Boah, die sieht man echt schlecht. Aber dafür wäre denn diese Infravisionstrank anscheinend
dass man die besser sehen kann. Okay, nee, von da sind wir gekommen. Ach, hier war auch noch eins. Ja, gut, dass ich mir hier nochmal... nee, da hat auch nichts dabei. Eine Kreatur. Oh, das hätte ich ja sehen können, sehe ich gerade hier. Voll dumm von mir. Ja, Dämlichkeitsstufe Level 100, ne? Das ist wieder so typisch Buggy-Style. Oh. Okay. Das sind ja hier nochmal ganz andere Welten, die ich jetzt entdecke. Ist ja echt wieder mega cool gemacht, ne? Muss ich ja sagen. Also, jetzt bin ich jetzt... Ja, wir gehen jetzt erstmal links hier lang. Tor, leicht. Okay. Geil. Ach Quatsch, das habe ich hier. Das wollte ich gar nicht. Ich will gerade mal gucken, ob wir nur eine Rolle haben. Ich glaube, die habe ich alle verkauft. Weil ich so gedacht habe in meinem grenzenlosen Wahnsinn, dass leichte Schlösser mir ja nichts mehr anhaben können. Das sieht man ja gerade. Wie dumm ich mich anstelle. Jetzt reicht mir das. Ich sag dazu nichts, Leute. Ich sag dazu nichts. Was ist da noch? Hier. Hier ist auch noch. Nee, hier ist nichts. Dann kommen hier bestimmt Gegner, oder? Nee. Ringe Seelenstein, Mörser des Lehrlings, Retorte, kleine Seelenstein, ja, Teller und sowas, Schubladen. Ach Quatsch, Mist, die wollte ich gar nicht, ist egal. Ist hier noch was? Wie gesagt, Krüge und sowas. Wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr nehmen. Ich wollte das ein bisschen eindämmen mit meiner Sammellust. Okay. Das war's anscheinend. Ja, und wie gesagt, ich habe mir ja den einen Zauber genommen, aber... Da braucht man bei Veränderung, glaube ich, 25 war das. Da müssen wir also auch noch mal zusehen, dass wir da... Oh, was? Hä? Jetzt ist mein Skelettkrieger da anscheinend schon runtergegangen. Mal den hin switchen, das ist mir rein. Das ist nicht klar, ne? Was mit dir, du Gurke? Ja, das lassen wir erstmal dabei. Aber ich frage mich gerade, wo mein Skeletto hin ist. Hat er den schon alle gemacht oder was? Oh, ein Arkanstein, geil. Hier auch. Oh, Bombe.
ey, das hat sich schon wieder so gelohnt, Leute, ne? Und ich denke mir nur gerade so, Alter, wie groß ist das denn bitte schon wieder? Jetzt kommen wir da oben gar nicht mehr hoch, oder was? Oh, da gab es nämlich auch noch einen Weg. Schlacht der Fisch? Ja. Brot kannst du mir mal geben. Ja, wie gesagt, ich denke mir gerade nur schon wieder so, Alter, wie groß ist das denn bitte schon wieder? Ach so, der greift mich an, gar nicht mein Skeletto. Der Schöpfer wird euch strafen. Ich muss mich mal einmal ganz kurz aufladen. Ja, der hat eh nicht mehr viel. Rolle des Chamäleons. Ja, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was das damit auf sich hat. Das ist auf jeden Fall wieder schon ziemlich riesig hier. Ach, das war das, wo ich vorhin meinte, ja, jetzt habe ich den einen Gang hier verpasst. Ah ja, okay. Super, dann haben wir ja doch nichts verpasst. Was aber auf jeden Fall noch, oder was auf jeden Fall der Fall zu sein scheint hier, ist, dass das wieder riesig ist. Und ja, ich sehe das schon wieder kommen, dass wir das gar nicht alles in einer Folge schaffen, weil hier geht jetzt auch noch ein Weg ab. Übelst viele Arkansteine, die sammle ich ja gerade alle in meiner sicheren Truhe. Weil ich noch nicht weiß, wofür man die braucht. Ja doch, also ich habe es mal in diesem, weißt du, wenn, wisst ihr, wenn der, der Bildschirm lädt, dann kommen doch manchmal diese Bilder. Und darunter sind manchmal Erklärungen. Und da bin ich der Meinung, stand mal einmal bei einer Erklärung, Arkansteine könnt ihr für Zauber einsetzen oder so. Ich weiß aber noch nicht für welche Zauber. Deswegen meinte ich, ich weiß noch gar nicht, wofür man die einsetzen kann. Hat der mich noch gar nicht auf dem Schirm? Ist ja lustig. Ja, das war's. Zack. Hatte der echt nichts? Ne, der hatte gar nichts dabei. Interessant. Einmal ganz kurz warten, dann heile ich mich nochmal voll. Boah, sieht echt fantastisch aus, ne? Boah, da sehe ich auch schon wieder einen Arkanstein. Jetzt mal vorsichtig gucken. Da hinten liegt auf jeden Fall was, das habe ich schon gesehen. Ich will erst gucken, ob hier noch welche kommen. Nicht, dass ich wieder so elendig überrascht werde. Da hinten in der Ecke könnte noch einer sein. Oh, geil, das ist ein magisches Symbol. Oh, ich fasse es nicht. Stahlküras. Ja, nehmen wir mal. Oh, das nächste. 15 mussten wir jetzt haben. Jawohl, 15. Richtig cool. Was? Oh, was ist das bitte für eine miese Falle? Alter, wieso habe ich das denn gerade nicht gesehen? Hat er die ausgelöst oder was ist das? Was?
Was? Wie widerwärtig ist das denn? Das brauchen wir nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile auch so viel Geld. Oh, Rolle der Intelligenz. Die ist ja auch richtig viel wert. Was ist das? Rolle der Regeneration. Dass ich jetzt wirklich nur noch ja, Sachen, die viel bringen, einsammel. So, jetzt werde ich das mal wieder so machen. Ach, Quatsch. Ja, können wir einen nehmen. Infravision, da kann ich die tatsächlich besser sehen, diese blöden Dinge. Die machen auch gut Schaden, muss ich sagen. Ja, das meine ich nicht damit, die sieht man echt... Oh! Die sieht man echt schlecht. Die haben auch meistens nichts dabei. Also mit diesem Infravision, da sieht man die ein bisschen besser. Da schimmern die nochmal anders. Ah ja, ab und an doch. Mana-Salze hier auch. Aber nicht immer haben die was dabei. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich hatte vorhin 48. Ja doch, dann verballert der doch nicht meine. Ist ja witzig, dass der dann seine eigenen hat. Dann brauche ich die ja nicht mehr einsammeln. Ja, das war's. 40 EP bringen die. Immerhin, ne? Auch noch nicht. Oh, noch ein Arkanstein. Ist jetzt nur die Frage. Ah doch, okay, komme ich doch ran. Ja, schade, dass man die blauen Pilze nicht sammeln kann. Die finde ich auch irgendwie total witzig. Die blauen Pilzchen. Ja, also dieser Zerstörungszauber hier, Feuerpfeil oder so, der gefällt mir richtig gut. Da ist auch noch so ein Affe. Hä? Ah! Stopp mal kurz. Ach Quatsch. Was mache ich denn schon wieder? Brauch mal tatsächlich einen einfachen. Ah! Ja, er hat ganz schön Lebensenergie abgezogen, warum auch immer. Ich glaube, der kommt da nicht mit durch. Durch die Tür, unser Skelettkrieger. Dann müssen wir uns hier gleich einen neuen beschwören. Ja, ich kann noch mal von den anderen Tränken, die ich gebraut habe, noch mal welche austesten, damit ich dann die Funktion irgendwann weiß. Oder wie viel Schaden die machen, damit ich das auch für mich dann, sag ich mal, abschätzen kann, ob sich das lohnt. Ja, die weiter mitzuschleppen und zu brauen, weil manche Tränke, die wiegen auch ganz schön. Da hinten ist wieder so ein anderes schurkiges Vieh. Ich baller natürlich daneben. Hier zum Beispiel erkennt man die relativ gut. Wenn ich natürlich hier dämlich bin, daneben baller, ey. Oh, Leute, das ist wieder so riesig, ne? Oh, da muss ich mich echt schon wieder sputen, wenn wir das echt alles in einer Folge machen wollen. Das sieht schon wieder nach
Weiß ich nicht, das sieht auf jeden Fall riesig aus hier. Boah, das sieht so geil aus, diese... Ey, ich muss das mal sagen, ne? Das sind wirklich die einfachen Sachen. Die finde ich manchmal die Spiele echt von der Atmosphäre und so schön machen. Zum Beispiel diese, ich sag jetzt mal Glühwürmchen hier. Diese Lichter, also dieses Sonnenlicht, was hier runterkommt. Diese Bögen oder hier diese ornamentverzierten Säulen. Echt, ey, das ist so schön. Also, ich kann das immer nur wieder sagen, wie toll das aussieht. Und dass mir das echt mega gut gefällt. Also, oh, das ist echt gut riesig hier. Was gibt's hier noch? Ist hier noch was? Oha, er kommt sogar hinterher. Das ist ja geil. Hier ist ein Durchgang. Das ist ja stark. Oha. Sind wir denn jetzt hier gelandet? Das sieht ja auch cool aus mit der Säule hier. Oh, ein Arkanstein. Oh, da kommt auf jeden Fall jemand. Das sind auch wieder diese... Das war's. Mana-Salze. Ist hier so ein Durchgang? Lustig. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Nein! Ich fass es nicht! Ey, das gibt's doch gar nicht! Finden wir hier ein zweites magisches Symbol? Ich glaub das nicht. Ich muss erstmal kurz eine Fackel anmachen. Die war mir ja eben logischerweise ausgegangen. 16, Leute, 16 in einer Höhle 2. Ich kann das nicht glauben. Ach, da ist ja wieder der Freund. Oh, ist das geil, ey. Oh, ist das cool. Vor allen Dingen scheint das hier auch so eine separate Höhle zu sein, weil ich habe eher erst gedacht, man taucht hier durch. Altes Metallfass. Geil, nehmen wir alles. Oh, das ist ja eine richtige Goldgrube hier. Was ist hier hinter noch was? Jo, da ist auch noch so ein Ding. Makelloser Rubin. Ey, Leute, was finden wir hier für geile Sachen? Noch eine Rolle und Gold und... Oh. Was ich noch sagen wollte, vor allen Dingen, ich sag, das scheint hier auch eine extra Höhle zu sein. Weil ich habe eigentlich gedacht, das ist irgendwie nur... dass wir das irgendwie durchtaucht hätten, da in der anderen Höhle, auf der anderen Seite sozusagen. Aber hier ist ja kein Ausgang. Also das ist hier schon extra. Oh, so geil, ne? Weil ich immer meine Durchsuchungs... mein Durchsuchungsmonk hier immer habe, dass ich immer überall alles gucken muss. Auch wo Wasser ist und auch mit den Fässern und was weiß ich. Da haben wir echt extrem geil dieses zweite magische Symbol hier gefunden. Ey. Wie geil ist das denn bitte? Ich freue mich gerade so extrem, dass ich auch bisher in dem Spiel hier so viel Glück hatte und... so viel schon gefunden habe. Also, es begeistert mich immer wieder, ne? Das ist ja wohl so geil. Also, es ist... Ich kann das gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Echt. Ja. Und ich habe das ja bereits angedeutet. Es ist hier wieder so umfangreich. Ups.
dass wir hier, da hinten ist auch ein Gegner, habe ich gerade schon gesehen, dass wir es nicht in einer Folge schaffen. Leute, ich bin so gespannt, was hier noch kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.